Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ja, kurz vor Weihnachten unterhalten wir uns heute über das deutschen liebstes Weihnachtsgeschenk schon seit Jahren. Erraten, es handelt sich um das Buch, liebe Zuschauer. Und was Ihre Lieblingsbücher sind, das wollten wir vorab von Ihnen wissen. Ja, ich wollte gerne mit Ihnen über Bücher sprechen und Sie kommen ja gerade raus. Was haben Sie denn gerade für Bücher gekauft heute? Zwei Bücher für meine Kinder. Ein Adventskalenderbuch von den drei Ausrufezeichen und ein Buch für meine kleinere Tochter, wo es um ein Mädchen geht, die sich ganz extravagant kleidet. Und das entspricht so meiner Tochter dann auch. Welches Buch, das Sie in der letzten Zeit gelesen haben, ist so genial, dass Sie es sofort weiter verschenken würden oder verschenkt haben? Welches Buch war das? Cassidy von Morris L. West. Das kam aus einer Reihe, ich glaube, es waren drei Bücher. Autorin weiß ich nicht mehr, aber es heißt First Frost. Ist auch ein bisschen Fantasy, geht so ein bisschen um einen verzaubernden Garten, um eine Familie, ist auch richtig schön. Würde ich auf jeden Fall verschenken. Es gibt eins, mir fällt jetzt der Schatten des Windes, glaube ich, von Louis Safon. Ich glaube, es heißt so. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also aktuell habe ich gelesen Eva-Marie Bast. Das ist die Autorin von Überlingen und das macht es auch so interessant, weil man die Plätze kennt. Überlingen, Konstanz, da spielt das so überwiegend. Also ich habe noch nicht alle gelesen, aber es ist interessant und ich habe tatsächlich das erste schon verschenkt. Also als Kind habe ich sehr gerne die ganzen Bücher von Karl May gelesen, sowas. Da war ich ein großer Bücherwurm, möchte ich sagen. Genau. Den Kindern habe ich viel von Astrid Lindgren, die Klassiker, vorgelesen. Vielleicht während den Jugendjahren wird es ein bisschen weniger, weil es vielleicht langweilig erscheint und dann holt man sich später dann während der Urlaubszeit doch wieder dann regelmäßig die Bücher raus, zur Entspannung hauptsächlich eigentlich. Im Winter hauptsächlich, jetzt wenn es früher dunkel wird und so, ne, kann man in die Ecke sitzen, das Licht anschalten und noch schön lesen ein paar Stunden. Statt dass der Fernseher den ganzen Tag läuft, das muss auch nicht sein. Ne. Das liebste Weihnachtsgeschenk der Deutschen ist das Buch und genau das ist heute das Thema in unserer Chefsache-Sendung und ich begrüße ganz herzlich in unserem Studio Michael Riedmüller. Sie sind Geschäftsführer der Ravensbuch GmbH, unter anderem mit Sitz in Ravensburg, eine der Top 50 Buchhandlungen deutschlandweit, muss man sagen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Ja, das Weihnachtsgeschäft, wie lief's? Es ist ja nach wie vor unglaublich, dass das Buch so beliebt ist bei den Deutschen. Ja, wir sind zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. In Ravensburg ist es vielleicht nicht ganz so gut. Es liegt sicherlich daran, dass die Marienplatz-Tiefgarage geschlossen ist. Heißt aber nicht, dass es so wenig Parkplätze in Ravensburg gibt. Nur sind sie leider nicht in unserer unmittelbaren Nähe. Wie können Sie sich das erklären, dass die Deutschen so gerne Bücher verschenken? Mich müssen Sie eigentlich nicht fragen. Ich lese gerne. Ich kann mir eigentlich kein schöneres Geschenk vorstellen als Bücher. Wissen Sie, Rasierapparate und Radioapparate, irgendwann mal haben Sie genug davon. Bücher kann man eigentlich unendlich viele haben. Man hat ja irgendwie die Vorstellung, dass ein Buchhändler selbst unfassbar viele Bücher lesen muss. Also ich stelle mir das so vor, Sie kommen morgens rein, können den ganzen Tag schön die Bücher lesen. Wie viel hauen Sie da so durch die Woche? Also ich komme gar nicht so viel zu lesen. Es sind vielleicht anderthalb bis zwei Bücher, die ich in der Woche lese. Ich habe einfach auch einen ausgefüllten Arbeitstag und ich lese außerdem natürlich noch Zeitungen. Das spielt auch eine ganz große Rolle für mich. Man liest immer wieder, auch das Buch ist natürlich nicht in Druck, sondern sozusagen unter Druck hinsichtlich der Digitalisierung. Es gab mal eine Studie, die sagte, 6 Millionen weniger Leser. Nehmen Sie das auch wahr? Es sind nicht 6 Millionen weniger Leser, sondern 6 Millionen weniger Käufer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben nicht so einen Rückgang erlebt, das will ich mal gleich sagen. Aber es gibt eine Verschiebung. Es gibt in der Generation zwischen 30 und 45 tatsächlich weniger Leser, auch weniger Käufer. Das mag schon so sein, die Leute sind einfach beruflich unter Druck. Aber es gab schon immer solche Schwankungen, wie es Fernsehen eingeführt wurde, hieß es auch, es wird nicht mehr gelesen. Wir haben auch das überlebt und wie gesagt, das Buch ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Medium weiterhin. Wenn Sie längere Zusammenhänge erklärt haben wollen, dafür bieten sich einfach Bücher an. Es erscheint ja nach wie vor doch recht ungewöhnlich, dass sich überhaupt eine Buchhandlung halten kann. Wir denken an Amazon. Amazon ist damals eben vor allem mit Büchern an den Start gegangen. Es war letztendlich praktischerweise die Ware, die man am besten auch organisieren konnte. Mittlerweile ist
Amazon, der größte Einzelhändler beispielsweise der Vereinigten Staaten, in Deutschland auf dem Weg dazu. Haben Sie Angst vor solchen Anbietern? Also Angst vor Amazon haben wir natürlich nicht. Wir respektieren, was sie machen. Aber wir sind ja in vielen besser. Zum einen haben wir einen Laden. Die Leute können bei uns Bücher angucken. Das spielt doch eine ganz große Rolle. Und wir haben einen sehr guten Webshop. Wir sind schneller als Amazon in vielen Dingen. Natürlich haben die uns Umsatzanteile weggenommen, aber wir haben keine Angst davor. Sie nehmen es sozusagen mit den Großen auf, wurden auch für Ihren Online-Auftritt ausgezeichnet. Sie hatten auch 2016 zum zweiten Mal den Deutschen Buchhandlungspreis für sich verzeichnen können. Wie können Sie sich das erklären, dass Sie diesem Trend so stark auch als ein vermeintlich kleinerer Anbieter entsprechen können? Ich glaube, Leidenschaft ist wirklich mitverantwortlich dafür. Wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen. Es macht uns Spaß. Und wenn man etwas mit Spaß macht, dann überzeugt man auch die Kunden. So, und jetzt möchten wir gleich mit Ihnen darüber sprechen, wie denn Ihre persönlichen Präferenzen sind, was die besten Bücher der Welt sind, was Ihre Lieblingsbücher sind und natürlich auch, wo der Trend des Buchs hingehen wird. Das und mehr, liebe Zuschauer, gleich mehr dazu hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, beim literarischen Duo ist natürlich Quatsch. Herzlich willkommen zurück bei Chefsache. Zu Gast ist Michael Riedmüller, erst Geschäftsführer von Ravensbuch, einer der größten Buchhandlungen, die wir hier in der Region haben. Und wir sprechen über das deutschen Liebstesgeschenk, das Buch. Welches ist Ihrer Meinung nach das beste Buch der Welt? Jetzt raus damit. Ja, das ist leider nicht so einfach. Es gibt so viele beste Bücher. Es gibt viele gute Freunde, die ich habe, und es gibt noch sehr viel mehr beste Bücher, die ich im Bücherregal habe. Jedes Buch zu seiner Zeit. Wenn ich daran denke, Kinderbücher, Astrid Lindgren, eine ganz großartige Autorin, Michael Ende, den ich sehr gern gelesen habe. Ich habe Karl May gelesen, ich habe Paul Maar gelesen in meiner Kindheit, und dann geht es eben weiter mit den erwachsenen Autoren. Und das sind so viele, wenn ich als letztes Buch, das ich gelesen habe, Karin Duwe mit ihrem Buch über Detroit der Hülshoff, hat mir ganz hervorragend gefallen. Ich habe jetzt gerade gewitzelt mit dem literarischen Duo. Es gab hier mal das literarische Quartett. Hatte das tatsächlich eine Wirkung auch auf den Buchhandlungen? Ich nehme mal an. Das literarische Quartett gibt es noch heute. Allerdings hat es nicht mehr die Wirkung, die es früher hatte. Marcel Reich-Ranicki und hat sich heftig gefetzt mit Karasek und anderen. Ganz genau. Das hat natürlich dazu beigetragen, dass über diese Bücher ganz stark gesprochen wurde. Am nächsten Tag hatten wir nicht genug Bücher davon in den Regalen. Das haben wir sehr stark gemerkt. Heute merken wir weniger von diesen Büchersendungen. Das ist schade vielleicht, weil sie ein bisschen langweiliger geworden sind. Da fehlt ein bisschen das Show-Element. Welche Bücher sind denn besonders beliebt bei den Deutschen? Sind es diese, ich sag mal, sogenannten Selbstoptimierungsbücher, so kommst du besser durch das Leben, oder sind es am Ende gar vielleicht sogar Kochbücher? Naja, ich würde sagen, es ist vor allem Belletristik. Das ist bei uns die stärkste Warengruppe. Aber auch Kochbücher, Kinderbücher spielen bei uns eine ganz große Rolle, Kinder- und Jugendbücher. Sie entwickeln sich stark auch im Online-Bereich. Wie machen Sie denn das? Ich hätte jetzt angenommen, das Online-Geschäft, das holt sich vor allen Dingen Amazon. Das Witzige ist, dass der Online-Bereich bei uns stark wächst. Wir haben einen ganz direkten Anteil von 5% im Versand, der auf Online zurückzuführen ist. Und ich würde sagen, auf unsere Website und auf unsere Aktivitäten im Bereich sind 10% unseres Umsatzes zurückzuführen, weil bei uns auch ganz viele Bücher abgeholt werden. Die Kunden sehen ja, welches Buch bei uns vorrätig ist, in welcher Buchhandlung es vorrätig ist. Und dann kommen die gezielt und sagen, ich möchte das und das Buch haben. Wenn man online kauft, kennt man natürlich einige Annehmlichkeiten. Also wenn du dieses Buch gekauft hast, dann willst du wahrscheinlich auch dieses Buch haben oder interessierst dich für das und das. Kann man diese Systematik auch in eine Buchhandlung übersetzen? War das eigentlich schon immer so? Ja, nee, ein Stück weit. Also eine ganz große Rolle spielen bei uns auch die Buchempfehlungen der Mitarbeiterinnen, die bei uns auch zu sehen sind. Und dann glaube ich, dass die Leute, die auf unserer Seite kaufen, nicht so die typischen Amazon-Käufer sind, die dann so über Algorithmen eine Buchempfehlung haben wollen. Die gucken tatsächlich,
was der oder jener Buchhändler, Buchhändlerin empfiehlt. Das spielt für die eine größere Rolle. Aber und da bilden wir ein Stück weit auch den Laden ein bisschen ab. Also in unserer Buchhandlung geht es ja auch um Empfehlung von Büchern. Kann man denn tatsächlich eine Zielgruppe besonders festmachen, die eher in einer Buchhandlung einkauft? Also es sind sicherlich eher die Ü50, Ü60-Jährigen, die bei uns in der Buchhandlung einkaufen. Jüngere Leute kaufen verstärkt auch online ein. Das ermöglichen wir aber auch. Es gibt durchaus nicht wenige Menschen in Deutschland, die sich eine Liste gemacht haben von Dingen, die man unbedingt mal in diesem Leben auf die Beine stellen sollte. Und ganz viele Menschen haben draufstehen, selbst mal ein Buch schreiben. Und tatsächlich gibt es Verlage, die diesen Wünschen entsprechen. Ist das einer der Megatrends der Zukunft? Self-Publishing spielt eine große Rolle. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin froh über Verlage, die diese Filterfunktion haben. Man muss erst mal durch die Lektoren durchkommen, um ein Buch veröffentlichen zu können. Lektoren helfen auch, ein Buch lesbar zu machen. Wenn ich alles, was selbst verlegt wird, lesen müsste oder wenn wir das lesen müssten, es wäre eigentlich eher nicht so toll. Also ich will es nicht. Es gibt nach wie vor auch immer noch Menschen, die sich nicht so mehr richtig an ein Buch rantrauen. Abschließende Frage, warum sollte man überhaupt lesen? Es gibt ja so viele andere lustige Unterhaltungsmöglichkeiten. Zum einen ist es, entschleunigt man sich, man lernt viel, man kann innehalten, man hat einfach oft tolle Leseerlebnisse. Also das, finde ich, ist weiterhin so. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Michael Riedmüller. Schön, dass Sie hier waren bei mir in der Chefsache-Sendung. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit. An dieser Stelle, Sie haben es gehört, mit einem Buch kann man sich entschleunigen und auch bilden. In dem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich auch schöne Feiertage und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Sendung wieder einschalten. Alles Gute, bis dann. Tschüss.